Hallihallo, Freunde des Autowaschens. Wie ihr seht, haben wir heute einen ganz, ganz schweren Fall hier. Und zwar ein Smart mit Moos bzw. mit Flechtenbewachsung auf dem Dach. Es ist ein Cabrio. Nicht nur, dass der quasi diese Flechten auf dem Dach hat oder diesen Moosbefall, hat er auch tatsächlich wirklich echten Moos an den Fenstern. Also hier wächst wirklich richtig echtes Moos an den Fenstern. Nicht nur, dass das so ist, sondern der arme Kerl, der wurde schon extremst lange Zeit nicht mehr richtig gewaschen. Wenn man das so sieht, ist das alles schon recht fest eingefressen hier. Und auch grenzwertig, glaube ich, hier sauber zu kriegen, die Geschichte. Ich zeige euch gleich das ja auch noch von innen. Innen ist es auch absolut mega heftig. Da wächst schon das Gras drinne. Rechts und links die Kotflügel, die wurden mal erneuert. Deswegen dieser hier sieht natürlich noch sehr fit aus. Der wurde erst vor 10 Tagen erneuert. Hier haben wir nochmal die andere Felge. Dann haben wir das andere hier. Gleich kommt aber noch das richtig Geile. Nicht nur, dass wir hier einen extrem schweren Fall von Autopflege oder eben vernachlässigte Autopflege haben, sondern wir haben auch einen Extremfall von extrem vernachlässigter Autowaschbox. Guckt euch den Scheiß an. Hammerhart, oder? Also heute haben wir zwei Horrorfälle. Einmal Horrorfall Smart. Und einmal den Horrorfall Waschanlage. Jetzt zeige ich euch nochmal den Smart weiter. Guckt euch die Geschichte hier an. Und was haben wir da vorne in der Ecke? Was leuchtet da so schön? Tatsächlich, wir haben Gras hier in dem Auto. Der hat schon Wurzeln geschlagen. Ja, das kommt erstmal raus. Das werden wir nachher natürlich noch vernünftig aussaugen. Wie gesagt, ziemlich starker Verschmutzungsgrad, will ich mal so sagen. Absolut grenzwertig. Mit ziemlich starkem Moosbefall und ziemlich starkem Flechtenbefall auf dem Dach. Den werden wir jetzt erstmal zu Leibe rücken. Dafür werde ich jetzt erstmal den Dampfstrahler aktivieren. Wenn das hier in dieser Anlage überhaupt möglich ist. Ich habe die Anlage extra ausgesucht, weil wir hier auch genauso viel Moosbefall haben. Überall wie an dem Auto. Und vielleicht arrangiert dich das ja und wir kriegen das Auto hier tatsächlich sauber. Ja, anfangen tun wir hier mit der Klarspülung. Ne, mit der. Erstmal machen wir eine Intensivvorreinigung mit dem Hochdruckreiniger. Das ist jetzt die Nummer 1 hier. Da werden wir den kleinen Burschen jetzt gleich mit beballern, damit wir das erstmal alles ein bisschen feucht kriegen und ein bisschen flutschig. Damit wir das dann im Endeffekt besser abkriegen. Dann kriegt er noch mal eine Schaumbürste, aber das machen wir gleich. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal eine Vorreinigung hier, dass es alles so ein bisschen einweicht. Und das Moosstück am Fenster, das ist ein bisschen hartnäckig.
So, jetzt haben wir den kleinen Burschen erstmal eingeweicht hier. Und jetzt wollen wir den nochmal mit der Schaumbürste hier zur Leibe rücken. Und wollen denn diesen hartnäckigen grünen Flechtenbefall hier versuchen abzukriegen. Die Flechte bzw. das Moos am Fenster habe ich schon fast weggekriegt. Naja, dann geht es jetzt weiter mit Schaumbürste. Ja, wie wir sehen, habe ich den kleinen vermoosten Smart hier. Jetzt kann man es nochmal gut sehen hier. Mördermäßig eingeschäumt. Zweimal dicke Schaumschicht über weggeschmissen. Ordentlich abgeschrubbelt mit dem Schaumbesen. Und hoffe, dass wenn ich das jetzt hier ein bisschen einweichen lasse, ich doch ein einigermaßen vernünftiges Waschergebnis kriege. Wie gesagt, ich habe mir ganz gut hier den Ast abgeschrubbt. Und hoffe, dass ich jetzt hier den Moosbefall und den Flechtenbefall ein kleines bisschen eingeweicht habe und das dann einigermaßen von dem Dach abbekomme. Wie gesagt, er hat hinten rechts und vorne beide Seiten neue Kohlflügel gekriegt, deswegen waren die eben gerade noch ein bisschen sauberer. Ah, da unten sehe ich gerade, habe ich ein bisschen geschlurrt, was heißt ein bisschen extrem geschlurrt, da werde ich erstmal nachputzen jetzt. Und dann werde ich ihn gleich mit der Intensivdampfstrahlung nochmal abdampfen und gucken, wie das Resultat ist. So, nach 10 Minuten Hochdruckwäsche haben wir ein ziemlich bescheidenes Ergebnis, aber wir sehen schon hier die Ecken. Müsst ihr mal zurückspulen auf der anderen Geschichte, die haben wir schon ganz gut sauber gekriegt. Und das Dach erstaunlicherweise, guckt euch das an, es wird. War ja auch nur 10 Minuten, ne? Wir haben ja noch ein bisschen. Und ich werde euch aber den weiteren Verlauf vernünftig dokumentieren, wie sich's gehört. Ansonsten gehen wir gleich natürlich noch eben an die Felgen bei. Zeige ich euch auch noch mal eben nach der Wäsche jetzt. Die sehen jetzt so aus. War auch wesentlich schlimmer vorhin. Naja, Problemfall war das Dach. Da sind wir jetzt am Ball. Und hier der Moosbefall auch fast komplett weg. Sind wir am Ball. Zeige ich euch gleich. Geht gleich weiter. So Leute, nach weiteren schweißtreibenden 30 Minuten habe ich jetzt quasi den Heckbereich des Stoffdaches gereinigt. Wie wir sehen wir nichts mehr. Vorher definitiv alles grün gewesen. Und ich habe die Hälfte des Dachs geschafft. Wie wir sehen. Noch keine hundertprozentige Reinigung, aber wir sind am Ball. So, weiter geht's. So Leute, Step by Step geht das hier. Und zwar haben wir jetzt das Dach fertig. Wie wir sehen, haben wir wieder ein sauberes Dach. Dann habe ich ihn jetzt noch mal einmal übergedampft komplett. Jetzt gehe ich noch mal mit einer Schaumintensivwäsche da und zu. Und dann hoffe ich, dass wir den kleinen Burschen einigermaßen sauber gekriegt haben. Aber das werde ich euch gleich nochmal genau verklickern, ob wir das hinbekommen haben. Den Smart entmoost und entflechtet und wieder schicke gemacht. Und dann müssen wir uns ja auch noch von drin dran trauen. So, nachdem wir den Burschen jetzt eine kleine Verjüngungskur verpasst haben hier, Moos ist ab. Lack ist wieder fit. Klar, logisch. Felgen und sonstige Sachen kriegt man natürlich alles nur mit Spezialmittel vernünftig hinpoliert und hingewienert wieder. Diese heftigen Bremsstaub-Festsetzungen hier, oder das ist schon fast reingebrannt. Da muss man natürlich mit vernünftigen Felgenreiniger beigehen und Politur. Ich will ja auch nur eben zeigen, dass man hier mit einer normalen SB-Waschbox bei so einem Auto auch weiterkommt. Klar hat er noch überall so ein paar Sachen, die ihr als Waschspezies niemals so machen würdet wie ich. Ich wollte nur zeigen, dass man auch so einen jahrelang vernachlässigten kleinen Frosch hier so ein bisschen wieder fit kriegt.
Jetzt werde ich das Ding noch von innen reinigen. Das werde ich euch noch mal eben zeigen. Da haben wir ja am Anfang schon gesehen, dass da Gras drinne gewachsen ist. Das werden wir jetzt auch noch eben reinigen. Mit einem normalen Sauger werde ich das alles probieren. Und dann werden wir mal gucken, wie weit wir kommen. Da zeige ich euch natürlich auch noch eben. Ne? Ja, wir haben hier einen handelsüblichen SB-Sauger. Und zwar von dieser Geschichte hier. Otto Christ AG. Und damit werden wir jetzt mal probieren, den Pflegefall hier zu reinigen. Ja, und dann wollen wir mal starten. So, das ist das Ende der Innenreinigung. Ohne Feuchtsauger oder sonstige extreme Reinigungsmaßnahmen ist das wohl nicht zu schaffen. Auch die andere Seite sieht nicht viel besser aus. Da muss man mit härteren Mitteln bei, da reicht ein einfacher Sauger nicht. Ja, das war die Smart-Geschichte. Und dass die Horror-SB-Wasch-Geschichte. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben heute einen Smart gerettet, auf jeden Fall optisch. Der kriegt jetzt noch ein bisschen Feinschliff. Dann werden noch ein bisschen die Räder mit Felgenreiniger gemacht. Der Rest wird einmal überpoliert. So dass er dann wieder schnieke dasteht, der kleine Bursche. Ja, die Horror-SB-Waschbox da, die wollen wir mal vergessen. Das ist eine Norden-Hamdi-Geschichte. Will ich nichts Näheres nennen. Wer sich auskennt, weiß, wo die ist. Dach ist soweit wieder einigermaßen klar. Das werde ich gleich noch imprägnieren. Ja, guckt euch meine anderen Videos an. Klicks und Abos sind immer gern gesehen. Adios, ciao, ciao und goodbye. So, der Bursche ist jetzt 10 Minuten eingeweicht. Ich werde mal gucken, ob ich das damit jetzt einigermaßen losgedampft kriege hier. Auf jeden Fall die Katastrophe, die von außen ist. Wie gesagt, heute haben wir einen Katastrophen-Smart hier stehen in der Katastrophen-Waschbox oder SB-Waschbox. Aber das steht nicht zur Debatte hier. Wir wollen das Auto sauber kriegen.